Hallo, hier wieder auf meinem Kanal. Ich dachte, ich habe durch meine Sex Sterne Chance geguckt und habe gedacht, was könnte ich mal für ein Spotlight machen? Und warum auch immer bin ich auf die Idee gekommen, Diablo zu nehmen. Bei dem geht es alles um seine Tränke, macht. Die haben wir mal den ersten, den orangenen Buff. Angriffe verursachen zusätzlichen Energieschaden, größeren Energieschaden für jeden Buffer beim Gegner. Jetzt haben wir hier den lilanen. Den Gegenstromgebräu. Man gewinnt Kraft über die Zeit und es verleiht Angriffen eine Chance, mit jedem Schlag auszulöschen. CS-Grüne, Lebensnahtgebräu, erhöht die Wirksamkeit der Heilungseffekte. Dann haben wir noch einen vierten. Die Eisenhaut erhöht Angriffswertung und bietet Lähmungsimmunität. Also bei Diablo dreht sich alles um seine vier Gebräue, wo er hat. Mit einer leichten Attacke spult ihr die verschiedenen Gebräue durch, um mit einer mittleren Combo eine Attacke zu beenden, aktiviert ihr diesen Trank, damit er gebraut wird. Nachdem er gebraut wird, könnt ihr zurückweichen und für 1,2 Sekunden im Block stehen bleiben und dann trinkt er den Trank und dann ist er aktiv. Und habt ihr quasi dann genau diese vier verschiedenen Tränke, wo diese vier verschiedenen Sachen machen. Und das war's eigentlich schon alles. Also an sich ist ja. Puh. Ja, also, Alter, ist dieser Champ schlecht. Also wirklich, die Fähigkeiten, wo er ja hat, sind vielleicht dann ganz cool mit, dass man hier die Angriffsstärke verbessert, dass man diese physischen Schaden austeilt. Mit einer SK1 tut man sich schön heilen. Das wird ihr später raus auch noch sehen. Weil ich dann nur noch SK1 spam zum Heilen, weil diese 16 Tränke sind für eine Mission aktiv. Also quasi von jedem vier Stück. Wenn er die jetzt zum Beispiel hier im ersten Kampf von der Map alle benutzt, habt ihr keine mehr. Und ihr werdet sehen, sobald ich keine Tränke mehr habe und mich nicht, also meinen Angriff verstärken kann oder sonst was oder ein bisschen mehr physischen Schaden raushau, klopfst du da drauf wie mit Wattebällchen. Also sowas. Und ich habe jetzt hier auch bei dem Kampf drauf geachtet, mit. Ja, ich will das jetzt aktivieren oder so, sondern ich habe das einfach mal rausgehauen, ganz normal, Fünfer-Kombo mit Mittel, leicht, 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 Mittel gespielt und das, was dann halt aktiv war, habe ich dann genommen und bin zurückgewichen und habe den Trank getrunken, quasi. Mit einer SK1 und mit einer SK3 könnt ihr das Gebräu auch trinken, das, was aktiv ist. Und die SK2 ist dann quasi. Eigentlich die beste. Die ist unblockbar. Macht plus 50% Energieschaden. Und das war dann der ganze Spaß schon. Wie ihr jetzt gerade eben gesehen habt. Mit einer S3 kommt drauf an, ob man Glutsägen oder die Eisenhaut aktiv hat. Die Energieangriffe noch verstärken. Wenn man Gegenstrom oder Lebensnaht aktiv hat, kriegt man 10% Regenerations, also plus 10% Regenerationsrate. Und SK1, umso länger er seinen Trank trinkt, umso mehr regeneriert er. Das ist schon eine ganze Clou von diesem Champ. Aber wie ihr seht,
Der haut zu wie mit Wattebällchen. Und die Spielweise macht auch überhaupt keinen Spaß. Ich dachte mir halt, nachdem Azubi und Kani ein Spotlight zu Crude machen müssen, hau ich auch mal was raus in der Richtung mit, welchen Champ braucht man quasi überhaupt nicht. Und Diablo ist da an ganz, ganz oberer Stelle dabei. Es tut mir auch leid, dass ich den Ton vergessen habe anzumachen. Ist mir dann eingefallen, nachdem der Kampf fertig war. Aber ich hatte auch keinen Bock, noch einen neuen Kampf zu machen. Echt nicht. Sorry, ich war froh, wo, keine Ahnung, die gefühlte Viertelstunde da rum war. Und Synergien hat er auch nicht mal was. Das sind alles nur so Sachen wie, dass er irgendeinen Trank wiederbekommt, nachdem man einen Kampf gewonnen hat. Damit man quasi wieder eine Ladung bekommt, weil 16 hast du ja insgesamt. Dann kriegst du halt wieder eine zurück. Aber im Endeffekt, wenn du nicht alles in einem Kampf raushauen willst, musst du den die ganze Zeit nur mit gleichen Attacken spielen. Das ist ja völlig Banane. Also, Dragonman ist eine ziemlich, also für den Champ und für die Verhältnisse eine ziemlich gute Synergie. Man spart sich halt das Zurückweichen und die 1,2 Sekunden im Block stehen bleiben, weil jedes Mal, wenn man Getränk ausgewählt hat, wird er direkt aktiviert. Ja. Das war dann quasi alles zu dem Champ. Und jetzt habe ich ja quasi nur noch eine Ladung und versuche jetzt hier qualvoll die noch zu aktivieren. Wo er jetzt aktiv ist, der Glutsegen. Und ja, jetzt haben wir 46% beim Winter Soldier. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, wir machen mal einen Zeitsprung kurz rein. So, ganze 230 jetzt später haben wir 40% Leben abgezogen. Und er kloppt weiter vor sich hin. Gut, mit SK1, wie ihr seht, ich bin halt 94%. Kann man sich immer schön heilen, aber was bringt mir ein Champ, wenn ich mich so behalten kann, aber ich 1000 Hits brauche für einen Champ down zu bekommen. Also an jeden, der den gezogen hat und sich nicht mit ihm beschäftigt hat, es tut mir leid für euch, dass ihr den habt. Eigentlich ist denn jedes ISO ist da zu viel drin, jedes Gold, keine Ahnung, alles was man braucht für nur ein bisschen was dran zu machen. Wenn ein Level-Event ist und ihr den halt als Sechster zum Beispiel herumfliegen habt oder als irgendwas anderes und der noch zu leveln ist, benutzt ihn dafür, aber ansonsten für gar nichts. Ob damit was irgendwann dran gemacht wird, müssen wir abwarten, wie die Zeit zeigen. Ja, und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Spotlight. Video, keine Ahnung was, was mir so einfällt. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und jetzt sehen wir uns am Stammtisch oder bei irgendeinem anderen Livestream mit Mesh, Azubi, Kani, Nili und Co. So, jetzt sieht mir hier nochmal kurz 575 Shits und damit bin ich jetzt raus.